Ach, da ist ja noch was Falsches an. Ah, Moment. Ich muss da fix was ändern. Hier das Audio ausschalten. Dann passt es auch. Ja. Gut. Dann darf das nämlich anbleiben und trotzdem zocken wir hier aber erstmal Stalker. Also, sorry. Willkommen zurück in der Zone. Ich habe ja falsch gesagt, von wegen schon leicht und was. Ich will ja erst noch die Monolithe da ausschalten, haben wir gesagt. Muss jetzt erstmal gucken, wie ich da raufkam. Das weiß ich nicht mehr. Und was meine W-Taste macht, das nervt mich auch langsam, ey. Wo ging denn das hier lang? Glaubst du, ich weiß das? Sind sie alle auf einmal da? Habe ich was verpeilt, da wegen? Was mit euch Freaks? Ah, shit, jetzt lade ich gerade nach, während er wieder runterkommt. So. Ja, die müssen wir ja auch noch alle auseinandernehmen. Ich hoffe, dass ich das alles noch mitnehmen kann, ohne zu explodieren, mein Inventar. Das wissen wir ja auch immer nicht so genau. Hä, von wo? Ah, von da hinten irgendwo. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, aber egal, wir gehen mal hier rauf jetzt. Okay. Da waren auf jeden Fall die ganzen Artefakte, ja. Da liegen jetzt zwei oder drei übereinander, auch das ist egal. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Die meisten haben wieder die Anomalous Bison, ja, warum auch immer. So, und jetzt sind hier einige... die hier rumbeten. Ich meine nichts gegen ein Gebet oder so, aber mit dem Monolith müssen sie sich nicht beten. Das muss nicht sein. Man muss kein Monolith anbeten. Das ist dann doch ein bisschen abartig. Da verstehe ich ja noch eher Leute, die der Meinung sind, man müsste Gott anbeten. Ist in Ordnung. Aber hier irgendwelche Konstrukte von Menschenhand muss man nicht anbeten. Colorbox, Stagekin, warum nicht? Na, eine Stagekin nehme ich mit. So, Colorbox nehme ich mit. So. Was ist hier noch? Ach so. AKM, die ist von dir. Jetzt nehmen wir die alle noch auseinander und dann gehen wir langsam mal zurück. Ja. Dann fehlt uns praktisch das Stadion natürlich, Nachtstern. Das strahlt natürlich jetzt gerade alles wie Hulle. Ich hoffe, warte, der ist hier irgendwo. Hä? Ach, ging das hier rein? Nee. Oder doch? Hä? War da irgendwie was, dass das hier irgendwo lang ging? Ich weiß das alles nicht mehr. War tatsächlich so. Okay. Man vergisst mit der Zeit doch ganz schön viel. No.
Tschüss. So. Aha. Ihr habt auf jeden Fall alle ein Zeug, was ich verkaufen kann, dass es nicht mehr feierlich ist, ey. Irgendwo was das Sinnvolles drin. Wird einem irgendwas angezeigt, weil angezeigt wird es ja trotzdem. Und man kann es ja witzigerweise sogar in den meisten Fällen looten. Da ist ein Playboy-Magazin. Warum nicht? Das sind Sammelobjekte, die man vielleicht irgendwann noch brauchen kann. In den Spinden was drin? Nein. Okay. Ich glaube, ganz oben war noch ein Artefakt jetzt, weil ich sehe noch was leuchten. Nur mal gucken, wo das ist. Hier haben wir noch Spinde. Vielleicht was drin? Nein, ist nichts drin. Okay. Ja, da ist doch noch was. Klar, hier. Wieder Nachtstern, wieder Strahls ohne Ende, egal. Ah, eine Stetchkin. Gib her. So. Ich denke, ich hab's eigentlich jetzt soweit, was hier rumgammelt. Bestimmt habe ich den einen oder anderen vergessen auf der anderen Seite. Ich brauche nicht jeden mitnehmen. Ich habe sowieso viel zu viel Loot. Ganz klar. Wir gehen wieder raus aus diesem Gebäudekomplex, wenn ich den Ausgang finde. Pisser! Aber da bin ich doch gerade vorhin gewesen. Oder nicht? War ich auf der anderen Seite? Ach, es kann sein, ich war auf der anderen Seite, hä? Nee, hier liegen die Leichen. Hä? Moment. Ja, hier liegen welche. Ich war auf der Seite. Warum hatten die nicht? Hä? Egal. Was soll's? Ach, warte mal, hier waren Anomalien. Müssen wir aufpassen. Nicht wieder reinlaufen. Ich muss es ja nicht herausfordern. Das muss ja nicht immer sein, ne? So. Wo war denn der Typ? Der war hier. Vielleicht hat einer nochmal eine Dingsbums hier. Ein Versteck. Wobei das eigentlich auch relativ egal bis unwahrscheinlich ist und was. Ein Versteck habe ich ja eh gekriegt irgendwie. Dann ansonsten kriege ich jetzt wahrscheinlich welche vom Snitch. Für die PDAs, weil ich wüsste nichts, was ich sonst mitmachen soll. Klar, kann ich mir jetzt hergehen und kann, ach so, ich könnte mir eventuell, oh, Brennpflaumen, nicht unbedingt reinlaufen. Ich könnte mir die Bürger, den Bürgerdetektor ranmachen. Der wäre vielleicht sogar ganz sinnvoll. Komm ich da durch, ja. Der wäre vielleicht sogar ganz cool, weil ich dann leichter wegen dem blöden Gehirn finde, ne, was ich ja da suchen soll in Tschernobyl Nuclear Power Plant. Könnte sein. Weiß ich nicht genau, aber könnte es sein. So, jetzt weiß ich nicht, waren da vorne jetzt noch welche? Ja. Das ist übrigens die Bushaltestelle, die ich meine. Da war aber genau, da sind nämlich noch welche. Tschüss. Der andere ist auch da irgendwo in der Nähe. Oh, jetzt kommt einer von hinten an. Wie geht denn das? Arschkrampe. Mal langsam hier Pripyat aufräumen. Ah, der hat eine Winterrest, was ganz was anderes. Wieder viel zu viel Wurst und alles dabei. Es ist Wahnsinn einfach. Deswegen muss ich ganz dringend jetzt auch los und muss verkaufen. Beziehungsweise teilweise würde ich sogar dann so weit gehen und sagen, ich kaufe ein bisschen Munition. Aber den ganzen Rest verschleudern wir halt, weil es einfach keinen Sinn hat. So, dahinter ist aber noch einer. Wo ist der? Wieder Anomalous Bison, warum auch nicht? Hä? Glaubst du, ich sehe den? Muss doch eigentlich direkt hier sein, oder? Da ist er doch! Kleiner Arsch, sollst keine Granaten schmeißen, sollst sterben gehen. So. Okay, hier war einer. Ja. Oh, der hat sogar einen Gravi.
Strahlt auch wieder schön. Super. Die Anomaly aus Bison gibst du mir. Da ist noch einer. Irgendwo bei den LKWs. Und meine W-Taste geht immer noch genauso beschissen. Das ist Wahnsinn, echt. Hä, nee, das ist er nicht. Oh, scheiße, jetzt habe ich... Doch, das ist er. Aber irgendwas hat ihn schon erwischt. Ach, komm, lass mich raus. Lass mich raus. Und du leg dich hin. Ach, du wolltest wohl Granate schmeißen und hast Granate geschmissen, weil deine Waffe liegt nicht da, wo sie liegen sollte. Kindergarten. Irgendwo im Kindergarten lagen doch die Flaschen, oder? Ah, ich weiß das alles nimmer. Ein Örtchen. Cool. Nice. Ja, komm, und den Rest lassen wir jetzt gut sein. Aufpassen wegen der scheiß Anomalien. Nicht unbedingt immer reinlaufen. So. Okay. Du hast wieder eine Anomalie aus Bison. Warum auch nicht? So, ich habe viel zu viel Schrott dabei, den ich mal loswerden muss. Wir gehen zurück. Da ist die Lenin-Statue. Da wird's, glaub, da portet's einen, glaube ich, auch hin, wenn man den Teleporter benutzt. Den von Sarah Rose, den wir installieren. Oh! Hier sind ja auch noch einige, sag mal. Ich habe hier irgendwie ganz schön was vergessen. Da oben. War das Gebäude hier sogar? Kann das sein? Das war eine Granate. Ich habe sie noch fliegen hören, aber... Die kam bestimmt von dem da, aber ich sehe keinen. Ah! Komm, leg dich hin, du Penner. So. Aber ich würde sagen, bevor ich da weitermache, muss ich echt erst nochmal Inventar ausleeren, weil das hat ja keinen Sinn so. Was sind das noch für Ziele? Hotel? Ach so, ja, da ist der Safe, ja klar. Und was ist es noch für ein Ziel? Das sind ja zwei Ziele. Das zeigt mir beides nur dasselbe an. Das ist ja auch hohl. Na gut. Das ist ja gerade mit der Orgelmusik, das wäre ja was für jemanden, ne? An dem ich vielleicht doch mehr Interesse habe, als ich dachte. Naja, mal gucken. Gehen wir erstmal zurück hier. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Rausweg, passt. Jetzt sind wir gleich wieder auf der Hauptstraße hier rein. Da vorne nämlich. Gut, ich denke, alle nochmal durchsuchen braucht man nicht zwingend jetzt. Wir können ja die auf dem Weg sind, können wir ja machen. Ansonsten aber, lass gut sein. Weil hier wegen jedem Idioten nochmal abzubiegen, ist mir, glaube ich, ein bisschen zu blöd. Und wieder alles rausgeschmissen. Und es passiert halt besonders extrem, wenn ich zu viel Zeug dabei habe. Deswegen muss ich ausleeren. Aber es passiert halt auch vor allem dann, wenn man rennt. Aber ich kann ja nicht die ganze Zeit nur laufen, das geht ja nicht. Wenn ich dann irgendwo hängen bleibe, ist Feierabend, dann blub, alles fällt raus. Ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Aber okay. So. Gehen wir zurück. Wir können den Weg noch ins dunkle Tal freischießen, der da hinten ist, bei dem anderen dann. Ich zeige euch gleich wo. Vom Radargebiet aus meine ich, ne? Ah, außerdem könnte es sein, dass der Siak sogar schon da ist. Das wäre auch nett. Ja, Travel to Next Area auf jeden Fall.
So. Das Lustige ist, man landet halt gleich mal ein paar Meter weiter unten, was eigentlich Quatsch ist, ne? Aber okay. Oh, nicht so viel rennen, ey, sonst verliere ich echt wieder meine Sachen. Da unten ist eine Elektro. Ich muss jetzt nicht zwingend reinlaufen. Oh oh. Da liegt noch was auf der Straße. Ist das neu gespawnt oder habe ich das vorher nicht mitgenommen? Ja, scheiß auf die Strahlung. Strahlung ist total egal. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das vielleicht vorher nicht mitgenommen habe. Ob mir das so durch den Boden gebackt ist, dass ich es nicht mehr gesehen habe. Das kann nämlich sein. Passiert ab und zu, ne? Wo ist der andere? Liegt der an der Bushaltestelle oder was? Ach so! Den habe ich ja vorhin gar nicht gelootet. Ein Freiheitler. Okay, aber eine Waffe hast du jetzt nicht weiter dabei gehabt. Oder ich habe sie vorher schon erwischt. Ach, da liegt sie. Das Saiga 12 mal wieder. Nee, ich glaube, das ist was anderes, was Neues, das ich wahrscheinlich gar nicht gesehen habe, weil ich vorbeigerannt bin. Und es nicht leuchtet. Wird ein Dorn oder so sein, ha? Mal gucken. Nee. Hier, das ist eine Dame, die mir vorhin nicht mehr aufgefallen ist. Tatsächlich, es war bestimmt eine von meinen. Okay. Doch ab und zu besser mal kontrollieren. So. Davon habe ich wahrscheinlich nichts, ne? Nee, das bringt nichts. Da muss ich erst Munition holen. Das ist klar, das ist eine Schrotze. Das macht keinen Sinn. Wenn, dann nämlich die Bohr. Die Winterres gefallen mir auch nicht. Die Farmers-Prototypen sind nicht schlecht. Da ist die Frage, ob ich eine hätte, die vielleicht ein Zielfernrohr dran machen kann. Oder ob es da ein Zielfernrohr gibt, was da dran geht. Dann könnte man die sogar mal ein bisschen benutzen. Mal schnell schauen. Jede Menge Stagekins habe ich wahnsinnig. Ich kann dem Nasenbären so dermaßen viele Artefakte abnehmen. Was ist denn das für eins zum Beispiel? Da! Her damit. Ist das ein schönes? Naja, geht so. Aber Munition habe ich genug dafür, also los. Auf. Ah, jetzt hat es mir doch bestimmt irgendwas rausgeflackt, oder? Ne? Cool. Wundert mich. Aber ich habe nichts dagegen. So, und zwar geht es ja hier noch rauf. Im Original geht es da gar nirgendwo hin. In der Soup sehr wohl. Dann kommen wir nämlich gleich ins dunkle Tal. Dann könnte man vielleicht sogar gleich... Da ist sogar noch ein Artefakt da unten. Da könnte man vielleicht dann sogar gleich noch ein paar Waffen kaufen beim Aufpassen. Ja. Ach, ein Dorn. Deswegen sehe ich noch nicht. Ob die jetzt auf mich schießen, ist ja eigentlich eh scheißegal. Eigentlich ist es ja wurscht. Kann ich ja echt drauf scheißen. Oh! Ach nee! Okay, ich hab's geschafft, ohne reinzulaufen. Gut. Aber auch nur gerade so. Sag mal! Scheiße! Jetzt laufe ich von hinten rein! Oh, lass mich raus. Im richtigen Moment rennen, das ist das Problem. Versuchen wir es nach hinten, das scheint besser zu gehen. So, und jetzt aber aufpassen. Und da vorne war nochmal eine Elektro auch. Schön. Ist ja egal, ich kann einfach zumarschieren eigentlich, ja. Ich habe es die letzten Male nicht gemacht, habe lieber ein bisschen aufgepasst, aber jetzt kann ich eigentlich einfach nur zumarschieren. Da waren doch welche eigentlich, oder? Da kamen einige an. Normalerweise. Sind die diesmal gar nicht da oder kommen die erst, wenn wir... Keine Ahnung, was da der Fall ist jetzt. Oh, da ist ein Versteck, was mir angezeigt wird. Auch nicht schlecht. Hier sind gar keine. Sind die nur dann da, wenn wir... Na, scheiß normale Medkits braucht keine Sau. Das ist die Transition. Ja. Normalerweise wimmelt es hier von Monolith. Kann natürlich jetzt daran liegen, weil ich Monolith im Prinzip schon ausgeschalten habe, ne? Oh oh.
Und da ist die nächste. Hey, 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 komm ich da gar nicht ran? Weil da gleich die Transition ist. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Ja, das ist richtig beschissen, steht es da. Okay, ein bisschen Granaten. Gar nicht mal so schlecht, der Schatz. Okay, jetzt können wir gehen. Ach, da ist auch noch was. Das ist ein anderer. Travel to next area, ja. Machen wir. So. Ja. So ein Bullshit. Ja, es ist relativ schönes Wetter, aber ein bisschen bewölkt jetzt. Nicht, dass es doch gewittert noch. Kann durchaus sein. Ne? Ja. Ja, ist jetzt 3-4 Tage schön mit heute. Dann wird es aber wieder schlecht, definitiv. Was heißt schlecht? Das ist ja auch Käse. Wo lande ich denn überhaupt? Geh mal auf meinen Charakter, bitte. Danke. Okay. So, erstmal gibt es hier ein paar Artefakte, die ich mir natürlich mitnehmen könnte. Ich meine, Steinblut, ja, ist nicht der Brüller, aber mein Gott, warum denn nicht? Komm, holen wir es uns. Ich scheine von der Strahlung her, scheint es in Ordnung zu sein. Ich scheine nicht so belastet zu werden, dass gar nichts mehr geht. Hier wäre es vielleicht sinnvoller, eine Schrotze in die Hand zu nehmen, weil hier sind ja doch eher Mutanten. Wobei, naja, ja, okay, jetzt bin ich gerade an Strahlung dran, deswegen ist natürlich auch wieder blöd. Aber egal. So. Hier ist ein Steinblut. Gib mir das. Hier ist ein Tresor, der im Versteck sein kann. Muss man natürlich kennen. Irgendwo hier oben war ein Meat Chunk. Hier hört man immer noch ab und zu ein Heli. Das ist natürlich sehr sinnvoll und logisch. Ach ja, da war auch noch die Anomalie, die eine. Mhm. Hier ist nur eine Ratte, die ist uninteressant. Banditen sind ja meine Freunde, die sind mir ja egal. Das passt schon. So. Ah, ich hab's knapp verpasst, ey. Das ist so ein bescheuerter Eingang, ich bin da irgendwie zu blöd dazu. Andere Leute machen das mit einem Schwung, bam bam und super schnell und ich stehe da jedes Mal da irgendwie und hüpfe daneben. Keine Ahnung. So, wie war denn das? Ich glaube, das war sogar ein regulärer Händler, bei dem er handeln konnte. Durch tut er cool. Nee, der hat ein begrenztes Geld, scheiße. Ja, dann wird es ja nichts, dann können wir das ja vergessen. 1,5 Millionen Rubel, sag mal, das ist nicht normal, ey. Also, wie geht's dir sonst so und was verkaufst du? Okay, what do you need? Any good weapons. Abakan für canned food. Und für 5 sausages kriege ich eine MP5. Ich schaue jetzt erstmal. Canned food, wie viel habe ich? Ich denke, ich habe genug, aber ich will es wissen. Willi will es wissen. Nee, Kuni will es wissen. Ja, die normalen Medkits soll ich echt mehr verkaufen, weil ich habe hier die Armee, ich habe die Science und ich habe die Light, die ja nochmal besser sind. Also vergiss es, ey. Weg mit dem Schrott. Canned Food. Das ist Canned Meat. Ich suche Canned Food. Ah, habe ich 52. Brauche ich im Endeffekt nicht wirklich. Das würde ich übrigens wegschmeißen. Also hätte ich 50 Mal. Ja, sagen wir mal 30. Wir können also 3 Mal so eine Abakan uns holen. Sausages, Wurst. Gibt mir MP5. Naja, können wir 4 Mal machen. Ich glaube für 5 Sausages, oder? Ja. Ja. Okay, Abakan gibst du mir einmal. Hier. Okay. Hier, Abakan, danke. What do you need? Good weapons, Abakan, danke. Oh, scheiße! Ich muss dir gleich verkaufen dann. Wie geht's dir so? Jetzt seht ihr das Symbol mit dem Rucksack? Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's richtig kritisch.
Jetzt ist er orange, jetzt kriege ich echt langsam ein Problem. Ich bin bei, ja, fast Vollbelastung. Und der Rucksackplatzer, das passiert ja schon davor, das ist ja das Problem. Gut, also MP5. Ist jetzt so 2 noch was wert. 4 noch was, komm, die kriegst du erstmal wieder alle. Bitte schön, viel Spaß damit. So, schon habe ich den Rucksack nicht mehr knallrot. Danke. Was hast du eigentlich noch? Du hast noch irgendwas mehr oder weniger Sinnvolles. Was verkaufst du für Cartridges? Sandwich habe ich nämlich ohne Ende genug. One Box of... Ja, aber welche? Ich möchte ja gerne die richtigen Cartridges haben, die panzerbrechenden und nicht die normalen. P Plus verkauft er 9x19. Ja, die brauche ich ja nicht. Benutze ich eigentlich nie. Loaves of Bread, ja, das, nee, danke. Also das lohnt sich nicht. 2 Bars of Chocolate, ja, dann werde ich einfach die Nahrungsmittel verkaufen oder wegtun, weil das lohnt sich nicht. Hier, ja, lohnt sich nicht, weil das sind bestimmt nicht die Panzerbrechenden. Was verkaufst du denn sonst noch? Medical Supplies. Cossacks für 5 Sandwiches, das können wir machen. Ich kann dir einige Sandwiches geben und kriegst du mir dafür Cossacks, weil ich glaube, Sandwich habe ich auch genug. 2 Flask of Water, give you 1 Medkit. Ich habe auch genug scheiß Flaschen, aber die kann ich auch so verkaufen. Ich möchte also wissen, wie viel Sandwiches ich habe, weil ich denke, der Wodka wiegt nicht so viel wie dann die Sandwiches. Ich gebe ja 5 Sandwiches her und krieg dafür nur einen Wodka. Der Wodka wiegt 0,2. So ein Sandwich, ach du Scheiße, das kann ich 1000 Mal machen, wiegt 0,10, also 0,1, aber ich gebe ihm 5 Stück davon. Also ich tausche praktisch 0,5 gegen 0,2. Ja, das ist doch in Ordnung. Also hopp, Junge. Wir werden uns ein bisschen an Wodka bereichern bei dir. Hier, Wodka, 5 Sandwiches. Jawohl, gib Wodka. Was verkaufst du? Okay. Leider muss ich das jedes Mal wieder neu durchmachen, anstatt ihm zu sagen, ein paar Mal öfter möchte ich das haben oder so. Das geht leider nicht. Ich muss jedes Mal wieder neu rein. Das ist ein bisschen nervig. Aber was soll's. Den Wodka. Medical Supplies. Ich nehme den Wodka. Ja, ich hatte über 100. Ne? Also ich kann das ein paar Mal machen. Ja, und der hat, glaube ich, auch noch irgendwie was. Ich muss mal gucken, was wir noch machen können bei dem mit Reparaturkits. So. Reparaturkits. Jetzt schauen wir mal, was hab ich überhaupt für Reparaturkits noch zur Verfügung, ne? Oh Mann, ey, ich habe zu viel Scheißdreck drin. Das sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. Ach ja, ich muss erstmal das rausmachen. Danke für die Information. Weil das geht nicht, das akzeptiert er nicht. Weil das ja nicht repariert werden kann. So, Armor könnte ich gebrauchen. Der Rest ist mir egal. Was verkaufst du? Okay, do you have any repair kits? Armor für Zone Beers. Ja, warum nicht? I'll take the armor kit. Ah, okay, habe ich nicht. Ich habe keine Zone Beer, da kann man es vergessen. Tschüss, war ein netter Versuch. Nee, der Rest lohnt sich dann echt nicht. Das heißt... Ich weiß gar nicht, wie viel Wodka habe ich denn jetzt genommen. Ich kann doch immer noch bestimmt jede Menge von den scheiß Sandwiches wegtun, ne? Oh Mann, ich habe immer noch 88 Sandwiches. Das ist krank. Ja, komm, weißt du. Hier. Gib mir noch ein bisschen. Es nervt, aber es geht nicht anders. In dem Fall. Ich muss halt leider eins nach dem anderen machen. Das ist ein bisschen blöd, aber naja. What do you need? Medical, Wodka, Wodka. Wodka, Wodka. Gib mir Wodka. Ja, komm noch einmal und dann lassen wir es aber halt erstmal gut sein. Dankeschön, tschüss. Ich habe jetzt wie viel Wodka im Inventar? Hm. 53, ich könnte also schon wieder bequem 2 weitere gute Rüstungen kaufen. Also meinetwegen eine Skat 9, eine Skat 10 oder so. Aber wie gesagt, alles mit der Zeit. Jetzt gehen wir erstmal zurück, aber den Ausgang ins in den Dump wegen... Oh fuck, wegen Raven. Ich hasse diesen Ausgang. Oh, was ist denn da los? Hunde respawn.
Aha. Hab daneben geschickelt. Oh, der Rest flieht jetzt eher. Okay. Ach ja, irgendwas war noch mit Sahar. Müssen wir auch noch labern. Der hat ja gesagt, ich soll ihn bitte treffen, sobald ich wieder in der Nähe bin oder Zeit habe oder wie auch immer. Ja, hoffentlich klappt es dann diesmal auch, weil das gab es ja schon mal Speak mit Sahar und das hat dann nie funktioniert. Im letzten Durchlauf. Vielleicht klappt es diesmal. Wäre ganz schön, ne? So. Ja, war natürlich jetzt ein bisschen sinnlos hier. Munitionsverschwendung eigentlich auch wieder. Ich brauche ein bisschen normales Schrot wieder. Weil ich kämpfe nicht mehr so oft gegen Leute, die mir hier ein reguläres Schrot bieten, ne? Als Ersatz, das ist das Problem. Banditenkämpfe haben sich ziemlich erledigt. Da ist eine. Ich könnte mir natürlich jetzt Quirk herstellen, für Wodka noch, aber das kann ich dann an der Bar auch machen. Erstmal rausfinden, was eben überhaupt jetzt hier so Sache ist, was ich alles. Ach, ich bin voll ins Sumpfwasser gelaufen, sehr cool. Was ich noch alles loswerden kann, was ich vielleicht neu kaufen kann, weil ich bin ja spieltechnisch fortgeschritten. Das heißt, es könnte sein, dass ich. Hä, sehe ich ja trotzdem, hab ich es wieder rein? Ich hab's doch gar nicht rein, was ist denn das für ein Quatsch? Wirkt es jetzt ohne das. Hä? Muss ich es gar nicht mehr tragen? Oder ist es jetzt gerade schon wieder ein Bug? Kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ah, das ist ein Feuerball. Schon wieder Hunde. Ne, die scheinen mir jetzt gerade nicht sehr feindlich gesonnen zu sein. Ach, jetzt doch! Oder was? Ich hab noch gedacht, ich habe was Rotes gesehen. Was ein Arsch. So, was war denn das überhaupt jetzt hier? Gib her. Meat-Junk, warum denn nicht? So, wo waren jetzt die Blutsauger und was sind das für zwei weiße Punkte da? Also, es sind natürlich Menschen, aber was ist es? Es waren aber doch zwei Blutsauger, oder? Habe ich nicht zwei gesehen, die um mich rumgeschlawinert sind? Hä? Keine Ahnung. Wer seid denn ihr? Ja, Banditen, die auf einem Trip sind. Naja, gut, okay, von mir aus. Also, nicht auf einem Trip sind. Ja. Nicht falsch verstehen, ne? Und da haben wir noch irgendeinen. Auch ein Bandit wahrscheinlich, oder was? Okay, warum nicht? Oh, jede Menge, was ist denn hier los? Habt ihr gerade eine Tour gemacht, oder was? Ja, viel Spaß. Okay, warum denn nicht? Ha, ja. Hier ist auch einer. Kannst du irgendwas Besonderes? Fancy Taming Up? Nee. Ja, okay, macht er natürlich nicht. Teaming Up oder wie auch immer. Ja, macht er eh nicht. Egal, tschüss. Und zwar wollen wir jetzt noch zu Raven. Wegen der ganzen Stagekins. Wobei die Artefakte, wenn es gute Artefakte sind, können mehr wiegen als die Stagekins. Dann habe ich natürlich auch viel gewonnen. Ja, danke. Viel gewonnen. Ja, komm, schließ das Fenster, danke. Und dann öffnen wir es neu. Ja. Ja. Start. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade hier aufnimmt. Ich hoffe, er nimmt immer noch das Richtige. Ja, im Moment zeigt er natürlich jetzt Factorio. Müsste sich aber gleich wieder ändern. Theoretisch. Weil ich habe ja gesagt, Fensteraufnahme. Also Spielaufnahme. Ich habe ihm genau gesagt, was er bitte. Ne? Und da haben wir mal gleich mal gucken, könnte der funktionieren. Ein bisschen doof. Ja, haben wir dann Absturz, warum nicht? Naja. Hm.
Ja, das ist ja sogar schon das richtige Bild, der Hangar, da will ich hin. So, jetzt gucken wir schnell. Nimmt er denn das Richtige auf hier wieder? Ja, jetzt nimmt es wieder. Weil er weiß, er hat genau gesehen, Programm soll das sein, was ich darstelle, also stelle ich das da. Vorher hat er es halt nicht gefunden, da konnte er es auch nicht machen. Jetzt ist es aber. Ach, Mensch, W-Taste, geh mir nicht auf den Piss. Jetzt ist es aber da, das Programm, also kann er es nehmen, ne? Ganz einfach. So. Los zum Hangar. Ich bin hoffnungslos überladen. Das Wahnsinn. Und der Respawn, der Hunde und alle möglichen Scheiß funktioniert einmal frei, den muss man sagen, ne? Hallo. Danke. Das funktioniert schon, ne? Weil da drüben haben wir auch gerade schon wieder Hunde gehört. Ist halt schon heftig. Aber okay. Gibt es hier eigentlich schon irgendwelche neuen Artefakte? Oder Spack ab, danke. Aber jetzt sieht er hier nichts. Warte mal, jetzt ist die Frage, ob ich, wenn ich ein Ding ranmache. Ich habe es ja eigentlich gar nicht an. Weiß nicht, warum ich das gerade noch gesehen habe im dunklen Tal. Wahrscheinlich reicht es, wenn man es einmal anhatte, dass man eben dieses angezeigt kriegt. Das kann natürlich sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Wo ist denn der Scheiß Zwarock? Ich bin doch schon wieder blind. Hä? Da. Nee, doch, da ist was sogar. Was ist es denn? Wahrscheinlich ja welcher Pillow-Schrott. Oh, Medusa kann man mitnehmen. Und da hier? Gravi ist auch nicht schlecht. Gravi ist neu. Das hatte ich noch nicht. Oh, könnte man sich mal holen vielleicht. Lässt sich in den Wald vorm Hangar. Der eigentlich in den vergessenen Wald führt so ein bisschen. Ne? Der ist es. Aber jetzt schauen wir erstmal, was Raven sagt. Faszinierend ist, dass Raven mittlerweile mein Freund ist. Das finde ich cool. Hast du eigentlich unbegrenztes Geld? Ja. Und du bist mein Freund. Das finde ich gar nicht mal schlecht von dir, weil dann ganz ehrlich, ne? Dann können wir ein bisschen handeln. Musst ja nicht alles kriegen, aber so ein bisschen was kannst du kriegen. Warum denn nicht? Was spricht dagegen? Na, nicht alles. Da hier haben wir jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, aber habe ich davon schon eine von der 12K? Ich bilde mir ein Ja. Die AK-104 Tacke, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Wir heben alles mal ein bisschen auf. So. Er ist ja auch mein Freund. Ist ja scheißegal, ob der meine Fraktion ist. Er ist mein Freund. So, 41.000 gleich wieder dazu. Meine Fresse, was ein Scheiß. Er hätte auch nur normale. Ich brauche, wenn, dann die richtigen. Das wird ja so nix. Machete und AK-47 Bajonett müsste ich haben. Will ich mir aber nicht drauf festlegen. Egal, lassen wir es so. Lief. Gut, let's talk business. Unique Farmers. Hast du Interesse? Kriegt dafür einen Mika. Aha! Kann ich sogar öfter machen. Hier ist der Stagekin. Moonlight. Okay, jetzt machen wir erstmal die ganzen Stagekins. Und dann sehen wir weiter wegen der Farmers, wie oft ich die noch habe. Crystal Sorn, okay. Hier ist der Stagekin. Droplet. Hier ist der Stagekin. Fireball. Das ist nicht schlecht. Hier ist der Stagekin. Slug. Hier ist der Stagekin. Hier ist der Stagekin. Hier ist der Stagekin. Urchin! Super geil. Slug. Urchin, nochmal. Jawohl, du bist mein bester Freund. Wobei, wie war das? Ich bin mein bester Freund. Ah, geil. Stagekin. 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 Meine Fresse! Stagekin. Stagekin. Nothing yet. Wie oft habe ich die Farmers noch? Und welche nimmt er dann weg? Das wäre es gut. Eine, ich weiß ja nicht, nimmt er die Farmers, die ich im Inventar habe, in der Hand nehme dann davon oder nimmt er die nicht? Weil die wäre halt natürlich ganz gut, wenn ich behalten würde. Vor allem wegen dem Arzog-Scope, ne? Unmount Scope. Remove Ammo. Remove Ammo. Okay, erstmal überall die Munition rausmachen. Möchte ich ganz gern haben. Hier auch Remove Ammo. Da ist ja auch Munition drin in den Schrotzen. Da ist mir eigentlich egal, die benutze ich eh nicht, die Dinger. Remove Ammo. Also die Farmers nimmt er auch. Jetzt ist halt die Frage. Ob er die.
zuerst die Schlechten nimmt oder eben erst die Guten und ich dann am Schluss mit der Schlechten dastehe, die nichts kann, weil ich habe hier welche mit, ja, es geht eigentlich, ist okay, die ist halt ganz gut. Ja, wenn ich es wüsste, wäre ich schlauer. Ich weiß es leider nicht, also bin ich nicht so schlau. Aber was soll's. Remove Ammo, die SVU, ja, könnte man sich auch eigentlich mal die Munition schnappen, ne? Zumindest wenn es so stackweise sind, hier genauso. Die sind sogar auch gleich aufmunitioniert. Dann geben wir doch die Munition her. Verkaufe ich es ohne Munition. Also das gibt auf jeden Fall noch genug Geld. Wahnsinn. Ist dann kein Problem. Wenn es Jagd diesmal da ist, dann im Radar sogar schon, dann können wir da noch voll loslegen. Was war das für eine Munition überhaupt hier? Ah, 9x18, ja, die brauche ich eigentlich nicht. Das kannst du behalten, den Schrott. Ja gut, das wäre es dann eigentlich gewesen. Kamerad, wir riskieren das, ne? Du kriegst mal die Unique Farmers. Moonlight, aber ich kriege auch nicht so Tolles dafür. Droplet, das lohnt sich gar nicht. Die sind eigentlich, die Sachen, die man dafür kriegt, sind eigentlich wie die anderen auch, wie die Stagekin, also das lohnt sich nicht. So, wobei jetzt das Azog Scope, das soll wieder ran, bitte. Ja, das Leupold geht bestimmt nicht dran, nee. Und das Reticle, das geht auch nicht dran. Das ist nämlich speziell für ein bestimmtes. Aotech Optical geht auch nicht ran. Da ist es doch. Und was mit dem PK1, das geht auch nicht ran, aber das hier geht ran. Okay, dann ab an die Waffe. Dankeschön. Okay, Self Raven, das war's mit dir erstmal. Ich bin meinen ganzen Stagecans losgeworden. Ich habe trotzdem, naja, gut, okay. Ich habe nicht mehr als vorher. Ist in Ordnung. Das heißt, jetzt geht's zur Bar. Und dann räume ich aus das Inventar, und zwar richtig. Ja. Genau, deshalb räume ich richtig aus, ja? Weil es mich einfach nervt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Scheiße! Oh. Und wir sehen uns im nächsten Part dann wirklich mal ein bisschen leichter, weil es echt nichts bringt, ey. Und dann schauen wir mal. Ich meine, ich könnte jetzt bei dem verkaufen, ich möchte aber eben gucken, was sie in der Bar haben, weil der hier hat eben einfach nichts. Ne? Nicht schon wieder. Wir sehen uns. Gerne Bewertung da lassen, gerne Kommentar. Ich versuche dann echt noch mein Inventar auf unter 700 zu drücken. Das wäre ganz schön vom Gewicht her. Ne? Das wäre echt praktisch. Und selbst mit mehreren Waffen müsste das möglich sein. Dann verkaufe ich halt meine Nahrung. Wie gesagt, bei den Banditen, das lohnt sich nicht dafür, was zu handeln. Das ist Quatsch. Verkaufen wir es. Achso, ich hätte einen Gravi holen können da oben vorne noch. Ja, wurscht. Wenn es despawnt, ist mir auch egal. Ansonsten hole ich es mir gleich. Jetzt erstmal. Bar. Bis dann.